Nachdem ich letztes Wochenende eine so unglaubliche Zaubershow gesehen hatte, wollte ich unbedingt wissen, wie die Tricks funktionieren. Also habe ich ein Online-Zauberseminar gebucht. Es war sehr interessant und die Tricks wurden auch gut für Anfänger erklärt. Meine Begeisterung fürs Zaubern wuchs immer mehr und ich bekam Lust, selbst eine kleine Zaubershow für meine Nachbarn auf die Beine zu stellen. Ich war bereit, alle mit meiner Magie zu verzaubern. Nach dem Seminar bestellte ich im Magie-Online-Shop sofort ein paar Zauberutensilien. Dann rief ich Harvey an und fragte ihn, ob ich für meine Zaubershow den Keller in seinem Haus mieten könnte. Und schon konnte es losgehen. Die magische Nini musste die Bühne aufbauen und üben, üben, üben. Beim Show-Act Quick Change brauchte ich allerdings Hilfe. Eine Assistentin oder ein Assistent sollte in meiner Show im Sekundentakt die Kleidung wechseln. Aber ich musste nicht lange überlegen. Wer ist bühnenerprobt und kennt sich mit Kleidung aus? Na, Holly natürlich. Und die rief ich gleich an. Schön, dass du mitmachst, Holly. Dies ist die Kleidung, die du an- und ausziehen sollst. Ja, aber sie müssen ganz schnell ohne Hilfe ausziehbar sein. Na gut, Wolli, du hast gewonnen. Nehmen wir deine Kleider. Und während der Probe erwiesen sich Wollis Kleider tatsächlich als geeignet. So, Wolli, und nun lasse ich dich aus dieser Kiste verschwinden. Vertrau mir. Ich erkläre dir jetzt, wie der Trick funktioniert. So, alles verstanden? Es kann gar nichts schieflaufen. Und so war es auch. Die Probe lief super. Und dann war der große Abend da. Alle meine Nachbarn waren gekommen und hatten im Zuschauerraum Platz genommen. Alle, bis auf eine. Wolli stand mit mir hinter der Bühne und wir wünschten uns Glück. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Zaubershow. Ich habe hier auf dem Tisch ein paar ganz gewöhnliche Karten liegen. Na, wer hat Lust mit mir zu spielen? Okay, Fienchen, dann komme bitte zu mir auf die Bühne. Also, ziehe bitte eine Karte aus diesem Stapel. Ich werde dir dann gleich sagen, welche du gezogen hast. Gut, okay. Dann werde ich dir gleich deine Karte nennen. Es ist die Herzdame.
Als nächstes sage ich die Zahlen vorher, die ich gleich mit diesem ganz gewöhnlichen, handelsüblichen Würfel werfen werde. Die Zahlen schreibe ich hier auf dieses Whiteboard. Rex, komme bitte zu mir auf die Bühne. Du wirst das Ganze hier aus nächster Nähe überwachen. So, als erstes kommt diese Zahl, dann kommt das und danach werfe ich das. Die 2. Die 4. Und die 6. Lösen wir das Ganze auf. Mal sehen, ob ich richtig gelegen habe. Rex, bitte dreh das Whiteboard jetzt um. Dankeschön, vielen lieben herzlichen Dank. Nun, liebes Publikum, werde ich nicht den Hasen aus dem Hut zaubern, sondern den Hut in einen Hasen verzaubern. Vielen Dank. Alleine zaubern macht schon Spaß, aber schön, wenn man zu zweit ist. Liebes Publikum, begrüßt mit mir meine bezaubernde Assistentin Wolli. Applaus! Zusammen werden wir euch jetzt einen Quick Change präsentieren. Viel Spaß! So, Wolli, bist du bereit? Kann es losgehen? Ist alles in Ordnung, Wolli? Es gibt leider eine kleine technische Störung. Applaus für Wolli und kleine Pause. Es ist wirklich alles okay. Die Show geht gleich weiter. Nein, Wolli, du warst super. Solche Pannen können auch den großen Stars passieren. So, die Show kann weitergehen. Die kleine technische Panne ist behoben. Zum Schluss werde ich nun Wolli aus dieser massiven, verschlossenen Holzkiste verschwinden lassen. Okay, Wolli, bist du bereit? It's magic! Wolli! Was ist denn passiert? Keine Sorge, liebes Publikum, Wolli geht es gut. Und das war sie, meine große Zaubershow.
war doch eine super Show, oder? Okay, ich gebe zu, es lief nicht alles nach Plan und Wolli hat durch Missgeschick aus Versehen ungewollt einen Trick verraten. Dadurch war die Show aber noch für die nächsten Wochen Gesprächsthema. Und ich wusste ja gar nicht, dass Wolli einen so großen Fan hat. Darauf muss ich sie bei Gelegenheit mal ansprechen. Ja, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Nini.